Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der April-Variante der Trend Raider Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Trend Raider Trendbox ist eine monatlich erscheinende Abo-Box, die ab 29,95 Euro kostet, je nachdem, was für eine Abo-Form man so wählt. Ne? Und hier haben wir, ich glaube, mindestens 7 Trend-Accessoires und Produkte drin, also aus allen möglichen Bereichen. Ne? Food, Beauty, Lifestyle, allen möglichen Fashion, richtig cool. Und die sind alle tierversuchsfrei. Es gäbe dazu auch noch eine, ich muss sie kurz abstellen, weil sie sehr schwer ist. Ich gebe dazu auch noch eine vegane Variante. Ich habe einfach die ganz klassische, aber da sind halt auch alle Produkte tierversuchsfrei und halt Trendprodukte. Das heißt so neue Produkte, die uns so ein bisschen in den aktuellen Mut bringen sollen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir jetzt im April, wie gesagt, hier drin haben werden. Diese Box können wir jetzt aktuell leider nicht mehr bestellen. Jetzt kann man nämlich, wenn man bestellt, die Mai-Box bestellen. Aber hier ist auch immer ein Teaser für die Mai-Box mit dabei, also für die Box des folgenden Monats. Deswegen kriegen wir das schon hin. Mindestens 85 Euro Warenwert haben wir auch übrigens immer in der Box drin enthalten. Und jetzt möchte ich reingucken. Ich habe sie in Kooperation zugeschickt bekommen, Leute. Das wollte ich auch noch dazu sagen. Und ja, bedanke mich deswegen ganz herzlich bei dem wundervollen Trend Raider Boxenteam. Ich mache mal eben kurz die Box ein bisschen auf, dass ich euch dann den ersten Blick geben kann. Hier haben wir aus Papier so ein bisschen Füllmaterial, damit da nichts kaputt geht. Und wenn man das runtergenommen hat, findet man hier direkt den Klebi, wo auch das Motto schon draufsteht. Find your balance, also quasi ein bisschen um für zu Hause. Das finde ich immer sehr schön. Und da bin ich mal gespannt, wie uns die Box ist. Ich kriege das nicht mit einer Hand. Ich bin irgendwie heute ein bisschen schwach unterwegs. Wie die Box uns das beibringen möchte. Ist hier ein Buddha drin oder so? Mal gucken. Ja, ich halte sie immer wieder hoch, obwohl sie eigentlich viel zu schwer ist, ne? Der erste Blick in die Box und ich sehe echt einiges an Food-Produkten und halt auch schon so Beauty-Sachen. Und wir haben halt immer so ein Kärtchen mit dabei. Da musst du die Kärtchen 1 bis 10 sammeln und kriegst dann so eine Überraschungsbox. Und ich habe jetzt die Nummer 2, Philly. Die hatte ich noch gar nicht. Das finde ich sehr, sehr cool. Und ja, ne, das sind immer so Menschen, die halt dort arbeiten. Cool, ne? Und dann kann man die halt auch so ein bisschen kennenlernen. Wir bedanken uns herzlich für die Kooperation mit dir und wünschen dir viel Freude beim Unboxing. Ganz liebe Grüße, Anna. Vielen, vielen Dank, liebe Anna. Und das ist eine Box, die übrigens aus Berlin kommt. Auch das ist sehr interessant für euch, glaube ich, zu wissen. Hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und ich habe euch hier auch immer Timestamps reingepackt, weil ich rede immer sehr gerne. Weil wenn ich nicht viel gerne viel reden würde, hätte ich ja keinen YouTube-Kanal, ne? Ist klar. Und ja, genau. Da könnt ihr dann weiterhüpfen, falls euch gerade das jeweilige Ding, was ich so erzähle, nicht interessiert. Find your balance. Und da haben wir eine Lady, die echt also aussieht wie ein Engel mit ihren Löckchen, ne? Ich liebe sowas. Ich finde, das ist so beneidenswert. Aber es erfordert natürlich unfassbar viel Pflege und Zeit, ne? Das haben wir auch bei Miss Curly Jen zum Beispiel sehen können. Und hier haben wir dann auch so einen Teaser drin, wo jemand sich halt überlegt hat, wie führe ich die Abonnentinnen der Boxen darauf ein, mit mir das Thema zu verstehen. So, ne? Kann man das so sagen? Ich glaube schon. Und ja, das lesen wir uns einfach mal ein bisschen durch. In der April-Ausgabe Leib und Seele im Gleichgewicht, die Find Your Balance Box. Der April ist wie ein launischer Freund. Man weiß nie, wie er wieder drauf ist. Das stimmt, wir hatten tatsächlich auch schon Schnee und Hagel und alles. Und heute haben wir bombastischen Sonnenschein, was sehr schön ist, weil ich boxe diese, also ich unboxe diese Box am Ostersamstag tatsächlich. Genau, und wir wollen gleich noch zu meiner Mama und ihrem Mann, um dort ein bisschen zu grillen. Damit du in stürmischen und rauen Zeiten nicht das eigene Gleichgewicht verlierst, braucht es Disziplin, abwechslungsreiche Hobbys und die richtigen Verwöhnmomente. Ja, und das braucht auf jeden Fall auch zum Beispiel so jemanden wie Sammy, der mich dann einfach mal so aus meinem Alltagstrott rausreißt und einfach, keine Ahnung, dass wir eine Runde spazieren gehen oder so, einfach mal rauskommen, ne? Gerade in unbeständigen Momenten musst du dich auf das Wesentliche besinnen. Lote am besten selbst aus, wo dein Platz in deiner Umgebung zu finden ist. Spirituell wie auch materiell solltest du dich fragen, was dir wirklich am Herzen liegt. Durch das Reflektieren über die eigenen Werte und Lebensvorstellungen
kannst du den unbeständigen Zeiten, den Stürmen, Hagelschauern und vielleicht auch letzten Schneeregen die Stirn bieten und gelassen entgegentreten. Ja, also wartet auf Mai, Leute, da kommt auf jeden Fall, da kommt was von mir. Ja. Wie ich so den ganzen Stürmen der letzten Zeit entgegentreten kann. Die Find Your Balance Box bietet dir Trainingszeit, aber auch Verwöhnmomente für Leib und Seele. Neben Tees kannst du auch kleine Snacks, Fitnesshilfen sowie Tagebücher in deiner Aprilbox finden. Cool. Und dann ist von Christoph hier noch ein Zitat mit eingeblendet. Jedes Mal haben wir auch so ein Zitat von einem Mitarbeitenden von der Trendradar Box hier unten drunter. Nieselregen, Graupelschauer im Wechsel mit Sonnenschein und Sturm sind die zwiespältigen Gesichter des Aprils. Trotzdem ist das Wandern in der Natur sehr erholsam, denn dort lassen sich die schönsten Farben entdecken, wenn sich Tautropfen auf den Gräsern der Felder sammeln und sie morgens die Sonne reflektieren. Trotz aller Strapazen lädt die Szenerie zum Entspannen ein. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich sehr cool, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und hier haben wir die ganzen Produkte aufgeführt. Ich weiß gar nicht, haben wir dieses Mal... dieses Mal ist nicht irgendwie ein Produkt mit dabei, was nur die Abonnenten haben, die das 12-Monats-Abo haben. Denn das gibt es tatsächlich auch, ne? Dass alle paar Monate, ich glaube alle 3 oder alle 2 Monate, bekommen die dann nochmal so ein extra Goodie mit in der Box. Und bewusster Leben, 5 Schritte zur Anwendung, Meditation und autogenes Training, Homeworkouts, so entstehen die schönen Boxenbilder. Dann haben wir hier auch immer so ein paar Rezepte drin. Dieses Mal sind es Drink-Rezepte. Und hier, deine Trendbox im Mai. Im Mai holt dich die Reiselust ein. Safe, ich flieg nach Korfu, Leute. Zieht euch das mal rein. Ich raste aus Dalton-Event, ne? Mit Mello Flori, die ist mit dabei. Und Amelie with Love ist auch mit dabei. Und ganz, ganz viele auch von Instagram, die ich kennenlernen durfte beim letzten Dalton-Event. Und natürlich super viele super, super, super nette Dalton-Mitarbeiterinnen. Freue ich mich mega drauf. Wir sind wirklich kleine Runde. Ich glaube, 15 Mädels sind wir insgesamt. Also ne, alle Influencer und die Mitarbeiter dort. Es ist so, es wird so geil. Ne? So viel zur Reiselust. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, falls du dieses Jahr irgendwohin fliegst oder fährst und wohin die Reise gehen wird bei dir. So, nochmal. Im Mai holt dich die Reiselust ein. Vielleicht zieht es dich zu ersten Ausflügen oder auch einen kleinen Urlaub in die Ferne. Die Mai-Box mit dem Thema Around the World begleitet dich mit zuverlässigem Reiseequipment, zeigt dir aber auch, was sich in der großen, weiten Welt entdecken lässt. Lass dich von der Abenteuerlust packen. So geil, also ne, das könnte auf jeden Fall sehr passend dann tatsächlich für mich werden. Okay, so. Lang genug geredet, Leute. Ich möchte das erste Produkt in die Kamera halten. Und da habe ich was sehr Geiles von Köln. Bio-Vollkorn-Müsli-Schokolade. Das könnte sogar meinem Freund gefallen, weil der gerne so Schokomüsli mag. Mit Hafergerste, Dinkel, Roggen aus ökologischem Anbau in Deutschland von Köln. Und das ja, ist halt so eine normale Größe von einem Müsli, ne? Kannst du die in Joghurt mischen oder in Milch oder so. Kannst du verfeinern mit Früchten. Ich schiele auch immer wieder so in dieses Heftchen mit rein, falls es irgendwelche Alternativen gibt. Aber nein, das hat wirklich jede von uns mit rein, dabei. Und das finde ich lecker. Doch, finde ich gut, ne? Kann man nichts zu sagen. Ist auf jeden Fall eine gesunde Geschichte. Find your inner balance. Ja gut, das ne, ist halt gesund. Ja, da könnte man das so sehen. Dann habe ich einen Kusmi-Tee hier drin. Expure Original Lemon Flavored Blend of Herbs. Okay. Ach, mit Mate ist das? Steht hier sehr, ich weiß nicht, in welcher Sprache drauf. Ah, hier steht es. Mate, grüner Tee, Lemongrass, Hagebutte, Limonengeschmack. Das könnte auf jeden Fall was für mich sein. Und das könnte auch etwas sein, was man kalt trinken kann. Sowas finde ich immer sehr positiv, weil jetzt gerade trinke ich dann auch gerne kalten Tee. Hier rege ich nichts durch. Das kann man so aufmachen wie eine Dose. Und ich lasse es auch erstmal verschlossen, weil ich noch relativ viel Tee offen habe. Und wenn man Tee aufmacht, geht natürlich das Aroma verloren. Das möchte ich echt ungern. Ich glaube, weiß ich nicht. Doch, es hätte noch eine andere Sorte gegeben. Oh, 16,40 Euro kostet das Vieh. Irgendwie mit Grapefruit-Note hätte es auch noch eingegeben. Okay, das wäre dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen cooler für meinen Freund gewesen. Aber Limone, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen wie ein gesunder Eistee, ne? Ja gut, kalter Tee, Eistee läuft bei mir. Finde ich wirklich geil. Werde ich ausprobieren. Dann habe ich hier so einen kleinen Drink mit dabei. Den gönne ich mir doch jetzt, ne? Rabenhorst. Innere Schönheit mit Biotin. Für gesunde Haut und Haare mit und Zink für gesunde Nägel. Ja, ne?
Das ist so ein kleines Vieh. Sowas haben wir immer mal wieder irgendwo in Foodboxen drin oder in Beautyboxen. Finde ich immer ganz cool, weil ich das lecker finde. Ob das jetzt wirklich was bringt, keine Ahnung. Muss jeder, ne, auch irgendwie wahrscheinlich selbst für sich dran glauben und das regelmäßig verwenden. Ich finde es einfach lecker, weil es wie so ein sehr intensiver Multisaft schmeckt. Ne? Prost. Das riecht schon geil. Echt lecker. Ja, kann man sich gönnen, ne? Ist auf jeden Fall gesund. Ja. Was soll man da groß zu sagen, ne? Ich finde sowas lecker. Und ich mag das auch ganz gerne, wenn sowas so in Boxen auch vertreten ist. Weil ich das einfach cool finde. Ich mag das. Dann habe ich hier Brownies drin. Okay, das ist cool. Litza Low Carb Brownie. Eine Backmischung. Oh, das war mein Haargummi. Cool. Reduzierter Kohlenhydratanteil, da muss ich jetzt ja immer an Danny denken, der Arme. Also seine Diät möchte ich nicht machen. 250 Gramm. Und daraus kannst du dir dann Brownies machen. Das wird mein Freund mögen. Der mag nämlich Brownies ganz gerne, sofern das denn halt auch irgendwie dann trotzdem noch lecker schmeckt, ne? Weil wenn du dieses ganze Kalorienreduzierte und so weiter hast, dann wird es manchmal ein bisschen schwierig. Womit macht man das? Mit Öl- und Sojadrink oder einem anderen Pflanzendrink. Okay, oder wahrscheinlich, wenn ich das für meinen Freund mache, dann mit Milch einfach, ne? Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Mit Soja ist es natürlich, oder mit Mandelmilch ist es natürlich noch ein bisschen gesünder. Ja, dann machst du es in der Backform, da kommt es in den Backofen. Das ist natürlich auch super praktisch, ne? Echt. Also ich finde es cool, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Warum eigentlich nicht? Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Letztens auch mal eine Backmischung mit Pancakes. Die habe ich aber noch nicht ausprobiert tatsächlich. So, jetzt habe ich hier so einen kleinen Umschlag drin. Ein Seelenband steht hier drauf. Das ist natürlich auch sehr süß. Ne? Zum Verschenken kann man das wahrscheinlich auch echt schön nehmen. So, was habt ihr denn hier drin? Oh, guck mal, ganz schön viel zum Lesen. Binde- und Einpflanzanleitung. Okay. Einpflanzen. Ist das eine Samenbombe oder was ist das denn? Guck mal, hier haben wir auf jeden Fall dieses Armband. Scanne den unten stehenden QR-Code, damit du und deine Liebsten lange eine Freude mit euren wachsenden Wunschbändern habt. Oder gib folgende URL, ja, Hennisch ein. Wir wünschen euch viel Freude. Okay. Ja, da muss man wahrscheinlich... Ah, nee. Hier ist so ein Samenpapier dabei. Ach, guck mal. Und dann kann man dieses Armband sich umtun und dieses Samenpapier, das habe ich auch schon öfters mal gesehen, pflanzt man dann ein und daraus entsteht eine Pflanze. Ist doch ganz süß, ne? Ja, was es dann mit Seelenband zu tun hat, dafür müsste man sich jetzt wahrscheinlich hier einlesen und so, ne? Finde ich auf jeden Fall von der Idee her ganz süß, vor allem find ja Inner Balance und dann hast du ein Seelenband. Das hört sich alles sehr charmant an, finde ich, ne? Ja. Oh, 19,90 € hat das schon mal an Werten. Ja, es ist schon mal krass, wenn man bedenkt, dass die Box ja auch 29,95 € kostet. Ne? Lass deine Wünsche im April gedeihen. Seelenband bietet Arm- und Fußketten mit einem Lavi-Kit, so heißt der Stein wahrscheinlich, an. Das Material sorgt für Gelassenheit. Gleichzeitig liegt dem Band ein Vergiss-mein-nicht-Samenpapier bei. Du schreibst einen Wunsch auf das Samenpapier, dann schaust du dem Wunsch beim Wachsen zu. Er wird sich erfüllen, wenn sich das Band nach langem Tragen löst. Aha. Ist auch sehr spacig, ne? Finde ich irgendwie ganz süß. Doch. Wenn man so einen lang gehegten Wunsch hat oder so, dann ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Hier habe ich was ganz Geiles drin. Ich liebe diese Beauty Sweeties. Die sind so unglaublich lecker. Und hier haben wir so Sonnen drin. Matcha, Green Tea und Früchte. Oh, lecker. Coenzym, Q10, Aloe Vera und Biotin. Das ist halt wirklich Schönheit von innen, ne? Sowas kann man sich wirklich hart gönnen. Also ich mag die sehr, sehr gerne. Die werde ich mir gleich auch mal naschen. Die schmecken einfach lecker. Ich kann euch ja mal zeigen, wie eine aussieht im Original und nicht nur auf der Packung vorne drauf. Ne? Diese Krönchen mag ich auch so gerne. Die sind auch immer sehr hübsch. Und das ist dann wahrscheinlich die etwas gesündere Variante, weil optisch schon mal so grüner. Ne? Ich esse es gleich. Ich schmatze euch jetzt nicht ein vor. Finde ich klasse. Das finde ich wirklich klasse. Ich mag die. Ob das wirklich, ne, seinen Effekt hat, keine Ahnung. Aber ich mag die. Dann habe ich von Dr. Hauschka eine Foundation
Entschuldigung, aber das finde ich sehr, sehr schwierig, ne? Also eine Foundation in Beautyboxen. Ich weiß ja nicht, ob Abonnenten sich vielleicht die Farbe aussuchen konnten. Hätte, glaube ich, aber auch nur zwei gegeben. Ich glaube, nur zwei ist ein bisschen zu dunkel für mich, ne? Ja, Mandel, hallo. 24 Euro wert, wow. Kommt auf jeden Fall in meinen Fullface Beautybox mit rein. Ne, mal gucken, ich versuche die auszuprobieren, Leute. Krass, also Fullface Beautyboxen, ich habe da jetzt gerade nicht mitgerechnet, ne? Da teste ich meine Beauty-Produkte, dekorative Kosmetik, die in den ganzen Abo-Boxen drin sind, die so über den Monat bei mir eingetrudelt sind. Also sieht schon hübsch aus, ne? Ist eine sehr fancy Verpackung. Vielleicht gucke ich mir vorher auch nochmal Swatch-Bilder an, weil 24 Euro, die will ich jetzt nicht einfach nur verwenden und dann weg, ne? Guck mal, mit Macadamia, Kokosnussöl, ist ja auch ganz geil. Hört sich auf jeden Fall gut an. Aber Almond. Ja, ich gucke mal, ne? Wie gesagt, ich gucke mir Swatch-Bilder an und dann entscheide ich, ob ich die ausprobiere oder nicht. Habe ich irgendwie Aufhellungsdrops oder irgendwie eine super weiße Foundation? Muss ich mal nachgucken, weil ansonsten wäre es ja irgendwie schade drum, ne? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf und finde das gerade ziemlich witzig. Dann habe ich hier noch ein Beauty-Produkt drin und zwar von Parsa. Natürliche Pflege, Natural Care, ideal für pflegebedürftiges langes Haar, habe ich. 100% vegan ist diese Bürste. Und so schaut die Bürste aus. Das ist so eine ganz interessante Geschichte, weil die halt aus sehr natürlichen Zutaten besteht. Du hast hier halt kein Plastik mit dabei. Mit Zuckerrohr ist das halt, ne? Und daraus wird irgendwie die Pflanzenstärke gewonnen, daraus wird die Milchsäure gewonnen, daraus wird ein Biogranulat gemacht und daraus wird dann die Haarbürste gebastelt. Finde ich total genial, dass es sowas mittlerweile gibt. Das kann man nicht anders sagen, ne? Also, ja, ich finde das immer wieder so umwerfend. Carebrush. Also, bei solchen Haarbürsten bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn die halt solche Prömpel hier vorne drauf haben, weil das bei mir, alles ist bei mir sensibel, manchmal nicht so gut funktioniert. Man hätte hier auch noch was Alternatives mit drin haben können. Irgendwie in Türkis ist das, glaube ich, oder in Hellblau. Ich habe jetzt ja die knochenfarbene Variante hier, ne? Ich finde die schön. Ich finde die wirklich schön. Aber ich habe eigentlich eine, die mir sehr, sehr gut gefällt. Die Wet Brush, die habe ich vor Ewigkeiten, ich glaube, von White Swan Beauty mal geschenkt gekriegt. Bin mir nicht ganz sicher. Hier muss ich wirklich mal überlegen und gucken. Aber so eine Haarbürste ist eigentlich nie weg, ne? Die kann man eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Jo. Und hier ist aus Zuckerrohr, genau. Manchmal noch so eine Extra-Pflege sogar auf diesen Borsten mit drauf. Das ist jetzt in dem Fall nicht. Aber es ist schon cool. Was sagt eigentlich die Uhr? 16:20, ja, ich habe noch 10 Minuten, weil wir wollten ungefähr um halb los, ne? Dann habe ich hier von Seeberger, das finde ich geil, denn die esse ich so unheimlich gerne, Walnusskerne. Und man sagt ja, man soll sich immer so eine Handvoll Walnüsse auch tatsächlich oder Walnusskerne pro Tag essen, weil das super gut für das Gehirn ist. Brauche ich, ne? Manchmal denke ich halt einfach nicht so gut. Ist so. Und dann kann ich die wirklich gut gebrauchen, wenn ich am Laptop sitze und da am Rumschneiden bin oder jetzt aktuell halt meine Steuer mache oder sowas, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob wir da... Nö, da hättest du keine Alternative zu haben können. Finde ich total genial. Und die mag ich einfach gerne, weil Seeberger, ich weiß nicht warum, weil das ist ja... Das eine ist ein Walnusskern, das andere ist auch ein Walnusskern, egal von welcher Firma. Aber die Nüsse von Seeberger, die schmecken mir einfach ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob die dann eine ganz spezielle Auswahl oder sowas haben, dass die wirklich die nicht mehr so ganz so gut sind, ein bisschen eher aussortieren als andere Marken. Aber Seeberger ist da eigentlich ganz gut mit dabei. Naturbelassen ist auch noch positiv, weil du dadurch halt nicht irgendwie zusätzlich noch Salz hast oder irgendwelche zusätzlichen Kalorien oder so, ne? Reich an Omega-3-Fettsäuren. Also das ist schon ein Superfood. Ein wirklich gesundes Produkt, was man halt auch snacken kann, so zwischendurch oder sich in Salat mit reinmachen kann. Mmh, richtig geil. Oh, mega. Und dann habe ich hier noch was mit dabei von Black Roll. Da habe ich durch die Yoga-Junkies-Box schon das ein oder andere Fitnessband tatsächlich bekommen. Und Black Roll ist ja eine Firma, die uns bekannt ist wahrscheinlich, ne? Hat mein Freund auch eine Black Roll oder ist es eine nachgemachte Black Roll? Ich weiß es nicht. Halt so ein Rollvieh für den Rücken, wo man sich dann auf den Boden legt und hin und her rollt. Immer wenn ich das mache, kommt Sammy an und finde das unfassbar witzig, was ich da so treibe. Auf jeden Fall ist das so ein Fitness-Salatband. Und hier waren ja auch Fitnessübungen mit drin aufgeführt. Hätte man übrigens auch in Gelb haben können. Ich weiß nicht, ob das dann quasi eine andere Stärke gehabt hätte, weil die ja immer, ne, auf unterschiedliche Arten und Weisen dehnbar sind. Und das kannst du dann zum Beispiel ja halt einfach zwischen die Arme machen, um halt Armtraining zu machen.
oder halt zwischen die Füße, zwischen die Beine, Oberschenkel, Unterschenkel, wie man halt so möchte. Und da kann man schon Übungen machen. Ne? Allein das halt zu nehmen, auseinanderzuziehen und zu halten, ist ja schon eine Kraftübung. Und ja, ist für ein Homeworkout auf jeden Fall eine coole Geschichte. Finde ich schön, kann man auch so bei Yoga und sowas super integrieren. Dann habe ich hier noch eine Gesichtsmaske mit dabei, und zwar von I+M. Das ist eine Naturkosmetikmarke aus Berlin. Anti-Stress 2-in-1 Reinigung und Maske, sensitive Reinigungsmilch. Und danach gibt es die Anti-Stress Fluid-Maske für sensible und irritierte Haut, die ich aktuell wirklich habe. Hier geht die Party ab bei mir, wieder am Kinn. Ne? Das ist immer so zu dieser Zeit ungefähr. Und wenn dann auch die Hormone eskalieren, ne? Dann rastet eh alles aus. Ja, so schaut es aus. Und wie gesagt, halt zwei Sachets, weil zwei verschiedene Produkte. Und sowas mag ich eigentlich ganz gerne, weil du dann dem Gesicht halt erstmal die schöne Reinigung geben kannst und dann halt mit der genau darauf abgestimmten Maske danach die Haut weiter bearbeiten kannst. Finde ich auch cool. Ich bin da gerade echt, ne, gut mit dabei. Also auch da kein Alternativprodukt. Dieses Mal gibt es wenig Alternativprodukte, was ich aber gut finde. Weil so hat man oft eine gewisse Fairness auch dabei, ne, dass jeder auch irgendwie das Gleiche mit drin hat. Dann haben wir eine Zeitschrift hier drin, haben wir ab und an mal, ich glaube, eigentlich haben wir jedes Mal eine Zeitschrift drin, ne? Und das sind immer so ganz spezielle Geschichten, die ich cool finde. Vier, Frieda, Carlo, Mini-Poster und Workbook, das gucke ich mir immer gerne durch, und meine Freundinnen stehen da auch ziemlich drauf. 7,50 Euro kostet die Zeitschrift normalerweise, und das sind halt so ganz spezielle, allein dieses hier kannst du ja schon als Designpapier weiterverwenden. Diese Flow gehört. Dann hast du ja auch Pröbchen dabei. Garnier mit Vitamin C, eine Serumcreme. Sowas finde ich auch immer toll. Schöne Beiträge. Ach, hier noch mehr. Also, ja, schöne, schöne Sachen. Wirklich. Frida Kahlo Poster. Ich glaube, Frida Kahlo ist doch irgendwie so eine Künstlerin oder Designerin oder so. Und da kannst du das auseinanderklappen. Keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, diese Zeitschrift. Also, das ist wirklich durchguckungswert. Positiver denken. Wie gut läuft... Nein, was läuft gut in deinem Leben? Ein 5-Minuten-Tagebuch zum Schreiben. Achso, und dann hast du halt wie viele Tage? 21 Tage, um deinen Tag so ein bisschen, um dein Leben ein bisschen positiver zu machen. Finde ich auch sehr schön. Mag ich. Finde ich echt cool. Also interessante Geschichte. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und dann habe ich hier was drin. Das ist das letzte Produkt. Lebenskompass. Into the Deep. Ein achtsames Malbuch für Erwachsene. Sowas ist ja schön. Guck mal. Ich habe damals ja auch dieses Erwachsene-Mal nach Zahlen eine ganze Zeit gemacht. Ne? Weil ich ja auch mich so ein bisschen erden musste und so. Und jetzt gibt es hier halt ein Malbuch für Achtsamkeit. Das finde ich cool. Ja, dass man mehr auf sich selber halt achtet, ne? Und eben während man so, ich sag mal, relativ stupide Hocharbeiten macht, wie halt malen oder ne, sowas halt, denkst du halt auch ein bisschen mehr über dich selber nach. Und das habe ich auch für mich gemerkt, und das hilft. Das ist echt wichtig. Das hat auch jeder mit drin. Das ist so schön. Also mir gefällt das Design. Oh, das bin ich. Adresse, E-Mail, Handy, yo. Stifte. Hier kannst du deine Stifte austesten, welche dann so am besten funktionieren. Dann hast du hier verschiedene Motive drin. Reminder. Glaube an das, was noch nicht ist, damit es werden kann. Dann kannst du das halt so ausmalen, wie du möchtest. Und hast dann hier noch so schöne Botschaften mit dabei, Zitate und so. Das finde ich geil. Das finde ich richtig schön. Ich werde es ehrlich gesagt nicht selber verwenden. Ich werde es verschenken, weil ich da gerade jemanden ganz Besonderes im Kopf habe. Finde ich super geil. Mag ich. Wirklich. Schöne Box, Leute. Also, wenn das mal nicht so wirklich nach Selbstreflexion und so ruft, ne, mit einem entspannten Tee, ein bisschen von innen schön werden und von außen schön nachhelfen und ein bisschen Achtsamkeit und so. Ich finde das klasse. Schreibt mir mal gerne, wie ihr die Box jetzt dieses Mal fandet, in die Kommentare rein. Mir hat sie gut gefallen. Also Highlight-Produkt auf jeden Fall das Malbuch tatsächlich. So einfach, wie es eigentlich auch ist, ne? Aber ich finde es richtig, richtig cool. Ja, gut, die Foundation ist ein bisschen schwierig, weil da weißt du halt nicht, welche Farbe hat die Abonnentin so, ne? Das ist wirklich ein ganz schwieriges Produkt, Leute, muss ich wirklich sagen. Ich weiß, die Trendradar-Menschen gucken hier auch zu. Schwieriges Produkt, merkt euch das. Alles, was so mit Base und so zusammenhängt, weiß man halt nicht, ne? Aber ja, also ich finde die Box schön.
wenn ihr Bock auf die Box habt, ich habe einen Code, Claudi15, habe ich glaube ich am Anfang auch gesagt, ne, kriegt ihr 15% Rabatt auf die erste Box und ja, alles in der Infobox verlinkt, auch wenn ihr zum Beispiel nur das Malbuch oder so nachshoppen möchtet. Ich suche auch immer im Internet die einzelnen Produkte raus, dann könnt ihr das auch mal euch anschauen. Ja, ne? Und das war es jetzt auch hier von mir und dem Unboxing. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings, meine Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!